Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Es ist wieder Nacht. Es ist wieder Nacht. Es ist wieder Nacht. Es ist der Hammer. Ich glaube, ich bin ich überhaupt schon mal gespawnt, als Tag war, ja? Ja? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist immer Nacht. Okay, ist ja alles leer, dunkel. Okay, ich muss Licht machen. So, sind alle vier leer. Nur gut. Dann füllen wir die wieder auf. Mit unserem billigen Zeug. Kein Ding. Das läuft. Wahrscheinlich verbraucht es dann auch noch mehr, wenn irgendwas in der Pipe steckt und gearbeitet wird. So, was ich heute machen will, ist auf jeden Fall ein warpfähiges Schiff. Zumindest beginnen. So, und für alle die, die jetzt so... Und hier hinten wächst, ja, das sammle ich mal noch schnell ein. So, und ich fange das mal so ganz klein an, also so ganz normal. Ich baue das in Ruhe, Tippeltappeltour. Und ja, für die, die es jetzt gerne zuschauen wollen, die es noch nicht so genau wissen, wie es funktioniert, wie auch immer, was man braucht, machen wir das zusammen. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Mal sehen, wer noch mitkommt und... Ja, vielleicht erstmal Omikron oder Akua, sowas in die Richtung. Auf jeden Fall. So, da haben wir das erstmal eingesammelt. Jetzt brauche ich, hau ich das erstmal hier hin. Ich glaube, ich brauche schon wieder Schimmelzeug. So, wir essen. Essen brauchen wir jetzt noch nicht. Genau, Schimmelzeug hatte ich ja gesagt. Das hatte ich das letzte Mal schon verbraucht. Vier Stück. Genau, da werde ich erstmal gleich hier die machen, das ist erledigt und dann nehme ich mir gleich noch welches raus, was wir verrotten lassen können. Was nehmen wir da? Was haben wir viel? Kürbis haben wir viel, dann nehmen wir mal neue Kürbisse weg. So. Okay. So, also wir schauen erstmal, was wir überhaupt brauchen alles für ein Schiff. Wir brauchen für ein Schiff auf jeden Fall einen Starter. Den Starter, den habe ich hier schon fertig. Den können wir uns bauen im Konstruktor. Und wir brauchen dazu einen Kern und Stahlblöcke für den Kleinen. Für das Große brauchen wir auch 8 Stahlblöcke. Ach so, okay, also 8 Stahlblöcke, ein Kern und ein Cockpit. Genau, damit die Richtung dann angezeigt werden kann. So, ich habe hier noch irgendwelche Sachen, die ich verarbeiten kann. Gleich nochmal kurz checken. Eisen kann verarbeitet werden. Magnesium und Gesteinsmehl. So, genau. Also wir brauchen einen Starter. Das auf jeden Fall. Dann brauchen wir... Cockpit ist drauf. Dann brauchen wir einen Generator und Energie. Energie nehmen wir mal hier. Und einen Generator. Groß. Ja, groß ist immer gut, weil wir brauchen viel Energie. Ist hier. So, dann brauchen wir diese RCS. Das sind die Drehmomenteinheiten, dass das Raumschiff sich überhaupt irgendwie bewegt in irgendeine Richtung. Nehmen wir die. So, dann brauchen wir Schubdüsen in alle Richtungen, so wie man das aus anderen Spielen kennt, zum Beispiel Space Engineer oder so. Genauso ist es ja auch. Also in alle 6 Richtungen. Wie der Würfel halt. Nach oben, unten, rechts, links, vorne, hinten. So, ich habe jetzt Schubdüsen, 6 Stück. Die sind natürlich nicht so der Brüller. Die haben bloß 8 Mega Newton Schubkraft. So eine Schubdüse M, die hat dann schon mal 20. So, ich denke mal, die nehme ich gelb. Ja, gelb war ein großes Raumschiff, genau. Das sehen wir ja dann hier gelb, rot. Können wir auch in die Basis setzen, wenn wir wollen. So. Wo? Ich nehme die aber vielleicht auf jeden Fall erstmal trotzdem mit, sodass wir erstmal wenigstens ein fertiges Schiff haben, also was funktioniert. Gut, das sind eigentlich so die Basics, die man braucht. Ich glaube, mehr braucht man nicht. Cockpit ist da, Energie brauchen wir, RCS und Triebwerke und das war es dann natürlich, das andere auch, aber im Moment erstmal nicht. Und ich brauche natürlich... Ja, jetzt bin ich natürlich bei den Stahlplätten. Das ist natürlich jetzt die Sache. Was nehme ich da? Ich werde natürlich gleich ordentlich das Zeug bauen. Das heißt, kann ich das überhaupt schon machen? Ja, ich kann das schon machen. Ich brauche gehärteten Stahl.
Gefechtsstahl, künstliche Masse, gehärteter Stahl. Ich werde erstmal mit gehärteten Stahl anfangen. Komisches Eigen. Die anderen sind so, das ist schwarz. Ich werde erstmal mit gehärteten Stahl anfangen und dann kann man den ja vielleicht immer upgraden auf Gefechtsstahl, weil ich habe mitgekriegt, die normalen Stahlblöcke, die sind okay, die sind billig, aber im Gefecht sind die Pillepalle. Also das ist nix. So. Dann werden wir erstmal ja, wie viel machen wir erstmal? Ja, lass uns mal. Es ist so für die Basis. Das wird heute werde ich wahrscheinlich noch nicht schaffen. Aber erstmal so für den Beginn, sagen wir mal 50, ja? 1, 2, 3, 4, 5. So, 50. Gut. Achso, das geht einfach so los. Da geht ja nichts mit. Klick, klick, klick. Okay. Na gut. Achso, ja. Dann brauchen wir noch. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch. Oder was ist gut? Natürlich. Hier, wo haben wir es? Hier, Fahrwerksblöcke natürlich. So, welche nehmen wir da? Da muss ich mal schauen, weil ich nehme eigentlich, die sind so recht groß, sind die. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein riesen fettes Schiff baue schon. Das weiß ich jetzt nicht. Was ist hier? Ach, hier ist der kleine gelbe Punkt und hier ist der kleine grüne Punkt. Ah ja, ist ein bisschen verdeckt. Sieht man nicht. Okay, ich nehme die großen oder ich schaue nochmal kurz nach. Ob ich die kleinen auch schon nehmen kann. Capital will ich ja bauen. Also schauen wir mal runter. Ach so, das sind Fahrwerksblöcke. Das heißt, ich kann die auswählen. Alles klar, alles klar. Gut, das heißt, ich werde dann auch am besten gleich mal noch die letzten 8 Punkte fürs Geschütz ausgeben, dass ich dann wenigstens solche Kanonengeschütze bauen kann. So. Gut. Okay. Welchen Planeten habt ihr sauber gemacht? Ich muss gleich mal checken. Ist jemand da? Ningues? Nein. Nein. Gut, es ist dunkel. 3 Stunden noch. Ja, welchen Planeten? So, ich hatte Licht. Da hinten hatte ich gemacht. Jetzt hatte ich natürlich... Ja, das ist natürlich blöd. Ich werde jetzt natürlich hier noch ein bisschen... Upsala. Ein bisschen Licht hier drauf machen. Sonst sehen wir ja nichts. Beziehungsweise ich weiß es auch gar nicht, ob ich das jetzt hier... Ob ich jetzt überhaupt Platz habe. Mal sehen. Ich mache mal kurz die Drohne an. Da haben wir ein bisschen Übersicht. So, ich hatte das mir ja so ein bisschen optimiert. Aber... Ja, ich will jetzt die auch nicht alle runterfahren. Ich werde die dann... Komisch, das ist heller als das. Habe ich irgendwas anders gemacht? Ach, vielleicht ist die Intensität eingestellt anders. Okay, das können wir uns nochmal schnell anschauen. Weil das macht ja dann Sinn. Ningo ist auch erzfrei. Wie? Wir haben den Planeten sauber gemacht. Was ist denn los? Ist er noch da? Immer eins. Oder? Auch erzfrei. Ihr seid lustig. Was soll ich denn dann hier machen? Die Base weggehauen, oder was? Hier fehlt ja alles. Aha, okay. Genau. 100%. 100%. 82. Mhm. Hier steht ein kleines Raumschiff rum. Ja. Na gut. Wir wollen uns ja nicht ablenken lassen von... Jetzt erstmal, sondern ich wollte die Intensität erstmal checken. So, Licht. Licht, das in, die ist jetzt bei 2 und Reichweite 10 und die anderen sind bei 2 und Reichweite 10. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ne, 20, Reichweite 20 ist das wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt, das ist eben auch blöd. Man kann das jetzt, man weiß es nicht, was es ist. Ich kann ja mal kurz rausschauen. Also, das wäre irgendwie cool, wenn man das irgendwie detektieren könnte. Als wenn die dann irgendwie anders irgendwie gekennzeichnet sind oder so. Das macht das Sinn. So weiß ich das nicht. Jetzt sehe ich nichts. Da müssen wir uns mal so ein bisschen so drehen.
Und dann P. Also, was hat man gesagt? 20. Jetzt machen wir die Farbe anders. Ah ja, genau, 20 ist das. Okay. Und na gut, das macht dann Sinn. Dann mache ich das hier draußen auch. Die Frage ist eben bloß wieder, was, welches Licht ist es? Wahrscheinlich dann die anderen, oder? Die einfach übrig sind. Ja, gut. Okay. Dann machen wir das alles auf 20. Welche auch immer das sind. Ja gut, das sind jetzt wahrscheinlich auch die hier oben. Ja, ja, ich sehe es ja auf der Plattform. Egal, wir machen alle 20. Damit wir ein bisschen was sehen. Oder ihr. So. Gut, okay. Dann konzentrieren wir uns nochmal darauf, wie jetzt das Schiff funktioniert. Dann mache ich das mal hier vorne. Eigentlich. Ich mache es mal hier. Das wird natürlich riesig groß werden, aber ich fange jetzt hier mal im Licht an. Also als erstes ein Starterblock. Der ist natürlich schon riesig groß. Ah je. Okay. Wie mache ich denn das da jetzt am besten? Dann mache ich das doch mal hier so drauf. Okay? Ich mache es mal hier so an die Ecke. Oder hier vorne so ein bisschen hin. So. Bling. Und da haben wir ihn. Da ist er. Das ist er. Das ist der Starterblock. So, jetzt können wir natürlich Folgendes machen. Jetzt können wir eigentlich erstmal so eine Art Raumschiff bauen, dass das Ding überhaupt fliegt. Das muss jetzt noch gar nicht so toll aussehen, das ist egal. Also erstmal Starterblock. Ich brauche jetzt natürlich die Eisenblöcke, weil sonst kann ich ja nicht weiterbauen. So, die Eisenblöcke. Ich denke mal, die sind jetzt fertig. Ja, 40 Stück. Die legen wir uns hier rein. So, 40 Stück. Wie sieht's aus? Ich gehe mal kurz Sauerstoff ziehen. In der ganzen Aufregung vergesse ich das immer und irgendwann ersticke ich dann mal. So, also, großes Raumschiff. Und ja, dann machen wir erstmal etwas Blöcke. Einfach mal rechts und links so ein bisschen. Sieht aus wie Beton, ist aber kein Beton. Ja, das war nämlich früher zum Beispiel auch so. Da hat man den, da wusste man nicht, in welche Richtung. Also ganz am Anfang, so die ersten Schiffe. Da war das so, da wusste man nicht, in welche Richtung das Ding zeigte. Man hatte einfach nur einen Block gebaut. Das war einfach nur eine Platte mit einem Kern. Und da kam das oft vor, dass man einfach das Cockpit in die falsche Richtung gesetzt hat. Und man hat dann, man wusste gar nicht, in welche Richtung man fliegt. Das war dann zum Beispiel beim Warpen war das ein Problem, in welche Richtung zum Ausrichten. Da gab es Probleme, weil das ging nicht. Also man musste dann irgendwie dann noch ein zweites Cockpit oder so reinbauen oder so. Ja, ja, in irgendwelchen alten Episoden von mir ist das, glaube ich, sogar noch zu sehen. So, ich mache mal rechts und links. Das wird jetzt eigentlich erstmal nicht die Schönheit, ja. Das ist jetzt eigentlich egal. Ich wollte eigentlich das heute nur so weit hinbringen, dass das... ach so, wo setze ich denn das an? Ich kann das auch hier hinsetzen, ne? Da muss ich aufpassen. Okay, stimmt. Ich wollte das heute eigentlich erstmal nur so weit bringen, dass das abhebt. So, dann machen wir vorne nochmal, hinten nochmal zwei Reihen hin. Schaffen wir das hier oder kippe ich um? Nee, so und... So, und dann vorne nochmal. Wie sieht's aus? Ich stehe jetzt wahrscheinlich genau vor der Mauer. Okay. So, und dann vorne nochmal. Eine Stunde noch, dann wird's hell. Also ich muss da mal irgendwas machen. Dass ich hier mal auch spawne und es ist schön taghell oder so. Oder ich warte dann immer und lunger in meiner... Oh, hier fehlt was. Ist schon weg, ja? Echt? Ja, so schnell geht das. Und lunger in meiner Behausung rum. Naja, mal sehen. So, naja, ist schon wieder viel Zeit weg hier. Das läppert sich hin. Das läppert sich hin. Okay, so ist es eben. Okay, Blöcke. Blöcke, dann lassen wir die der Weile. Also einen nehmen wir mit. Komm.
den setzen wir dann hin und dann hauen wir nochmal, wie viel hauen wir da jetzt nochmal rein? Also wir brauchen mindestens viele. Machen wir mal wieder 50. Mal sehen, ob es reicht. Ist ja nur eine. Ja, Stahlplatten müsste reichen. Ach nee, ich will die ja nicht. Ich will die ja eben nicht. Ich will die ja eben gerade nicht. Ach, das ist blöd. Ich will die ja eben nicht. Ich will ja die gehärteten. 4, 5, so. 6, 7, 8, 9, 10, 100. Okay, und die beiden, was mache ich mit denen? Die setze ich hier hin, immer noch ein. Und nehme die dann und zerlege die einfach. So, zerlegen. So, da haben wir wenigstens die Stahlplatten. Die knallen wir hier wieder rein. So, genau. Nee, brauche kein Gewehr. Das Hotel, schön, sehr schön. Klasse. Also. So, wir können jetzt hier bleiben. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt sage ich mal, das lassen wir jetzt erstmal so, das Schiff. Und wir werden jetzt den, also Energie und Antrieb bauen. Nee. So, naja, das ist ich überlege halt, ob ich das jetzt so lasse. Ich werde es dann wahrscheinlich alles nochmal abbauen und in Ruhe bauen. Ich wäre, ja, vielleicht auch im Kreativmodus und das Ding dann reinziehen, das weiß ich jetzt nicht, weil es ist doch etwas mühsam, im Survival-Mode hier das in Ruhe zu bauen. Finde ich, mal sehen. Das ist riesig groß. Das ist wahrscheinlich auch erstmal zu groß. Das ist wahrscheinlich zu groß. Dann machen wir mal. Egal. Ich will das heute erstmal zum Fliegen bringen. Und dann ist eigentlich. Hallo? Hallo? Mach doch mal rüber hier. So. Muss ich das drehen wahrscheinlich, ja? Irgendwie. So, ins Vor. Gut. Okay. Und dahinter setzen wir einfach die komischen Dinger. Hier so hin. Eins. Zwei. Gut. Und dann mache ich die RCS. Ich meine, ich kann die ja dann alle wieder schön auseinanderbauen, ohne dass ich die zerlege. Das ist ja schon nicht schlecht. Das fetzt ja eigentlich. So, da legen wir, setzen wir die hier hin. Einfach so. Okay. So, und jetzt. Jetzt stört mich das Raumschiff hier ein bisschen. Oder den. Nee, das ist ja, glaube ich, bloß ein Kleider, oder? Ich setze sie mal ein bisschen zurück. Geht das ja? Okay. Y und. Ha, eine Platte. Das ist auch schräg. So, kann ich rum? Komme ich rum? Ja, ich komme rum. Gut, dann setze ich das mal ein bisschen hier hin. So. Eine Platte mit Triebwerk. Genau, letzten Endes wird es ja auch so bei mir jetzt werden. Mehr ist es ja jetzt erstmal nicht. Genau. So. Also. Wir kriegen das Ding heute noch in die Luft. Auf jeden Fall. So. Am besten die Drohne wieder. Und wir brauchen als nächstes, machen wir die ganzen Triebwerke. So, ich mache erstmal die 2, die flansche ich einfach mal so, hinten ran. 1, 2, sodass das wenigstens so eine Art, also so ein bisschen aussieht wie so ein Raumschiff, ja. So, dann kommt an die Seite. Eine. Wie lang? Ja. So. Andere Richtung. Warte. So. Und dann nach hinten haben wir nach zur Seite haben wir auch. Nach vorne natürlich. Machen wir erstmal. So, mit der Taste verändern wir die Rotationsachse und dann kommt das hin. So, Bremsen mache ich mal 2 hin. So, nach oben und nach unten. So, jetzt noch, wie viel haben wir jetzt noch? 2. Naja, das wird knapp. Wobei, es reicht eigentlich. Ist es eigentlich egal. Nee. So. Nach oben und dann.
Ich meine, Triebwerksschaden gibt es noch nicht, also können wir das eigentlich auch einfach hier so hässlich nach unten machen, richtig? Gut. So, jetzt hätten wir es eigentlich. Jetzt hätten wir es eigentlich fertig, denke ich. Mehr ist es an sich erstmal nicht. Jetzt tut man natürlich noch schön die Form noch anpassen und so weiter. Aber an sich nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten. Und die Füße habe ich jetzt auch noch nicht. Die brauche ich an sich, glaube ich, erstmal nicht. Wobei ich könnte sie natürlich... ich lasse. Wir wollen das Ding heute erstmal starten. Und ja, Treibstoff natürlich, genau. Energy. So, dann nehmen wir erstmal die. Und so, das war's eigentlich, oder? Hoffe ich. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Vergessen. So. Coole Aussicht. Na, Waffen haben wir jetzt noch keine, genau. Also erstmal hoch. Ein bisschen nach hinten scrollen. So, und jetzt machen wir mal. Jetzt gucken wir erstmal P an. Also wenn wir P. Genau, da müsste eigentlich, also wenn irgendwas fehlt, was wichtig ist, steht das hier gelb. Ist es nicht. Alles gut. Okay, gut. So, na dann, gucken wir mal. Also wir können auch nicht warpen, wir brauchen ja einen Warpkern dafür. Aber wir können zumindest fliegen. Das andere sind dann alles Zusatzsachen, die man anbauen kann. Oder Sauerstoff und irgendwelche Essenssachen und Konstruktoren und so weiter. Das können wir alles später bauen. Wir wollen jetzt erstmal nur, dass das fliegt. So, dann machen wir Y wieder an. Und dann geht's hoch. So, das Problem ist jetzt wahrscheinlich, wir haben natürlich nach oben einen geringen Hoch, also Trieb, also Schub. Nicht Trieb. Schub. Und das ist, wenn das Schiff größer ist, ist das dann zu wenig. Also das muss man dann so ausbalancieren. Jetzt können wir natürlich noch mal schauen, was es auch gibt, ist, wenn wir End drücken, dann können wir hier ein Massezentrum anzeigen lassen. So, das sehen wir. Halt. Hier unser Massezentrum. Und das ist jetzt etwas nach vorne. Also etwas nach hinten. Also wir müssten vorne sozusagen noch was dran bauen. Ist auch klar, wir haben hinten die ganzen Triebwerke und die Tanks und vorne ist ja im Prinzip nichts. Wie sagst du das eigentlich? Ach so, ist egal. So, naja, ja, also im Prinzip ist das ein Raumschiff, was fliegt. Und das war's eigentlich schon. Ja, jetzt können wir eigentlich in den Weltraum fliegen. Wir können rumfliegen oder wir können auch wieder landen. Was man natürlich jetzt noch machen kann, ist unten Füße dran. Aber gut, okay, lassen wir jetzt. Gut, liebe Leute, das war's eigentlich heute. Die Lehrstunde, wie baue ich mein erstes großes Raumschiff? Ja. Y. Das Ding mache ich mal. Wie ist das eigentlich? Zeigt das dann die anderen an, wenn ich rausgehe? Das zeigt jetzt bloß das an, wo ich es eingestellt habe. Okay. Achso, das ist das. Da mache ich das nochmal aus, weil das muss ich ja nicht immer sehen. So. Gut. Das war's. Das Raumschiff ist fertig. Eigentlich. Ha. Genau. So sieht's aus. Komisch sieht's aus. So. Da haben wir's. Also, das ist alles, was ihr braucht. Dann fliegt's und natürlich könnt ihr dann eurer Kreativität freien Lauf lassen von der Gestaltung. Alles klar. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.